Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Heute ist wieder ein Challenge Run dran und wir versuchen erneut die Darkness Falls Challenge. Das werden wir auf jeden Fall kriegen. Auf jeden Fall. Ich meine, so schlecht sind die Items ja nicht. Wir müssen hier bloß mal sinnvoll durchhalten. Klar, wir müssen bis Satan zocken, also es... Wow, ein paar kostenlose Drops. Gerne. So. Ja, wir müssen bis Satan durchhalten, aber ich meine, das geht ja eigentlich klar. Ah, okay, das war richtig schlecht. Oh Gott. So. Noch ein paar Schlüssel und Münzen. Na komm. Spinni. Oh Gott. Nix spawnen. Ah. Okay, wir kriegen den Joker. Und damit eine... Ich dachte gerade, Pin hat sich ein bisschen verändert in letzter Zeit. Den Joker und damit einen garantierten Teufelsraum. Was nicht so schlecht sein kann. Ach shit, jetzt wollte ich mit dem Dasher Pin ein bisschen Schaden zufügen. So in etwa. Bam! So. Nehme ich den Joker jetzt schon? Ich glaube nicht. Wir behalten uns ein bisschen auf, bis wir eventuell ein HP abhaben. Nicht, dass wir dann nur mit einem Herz rumkrebsen oder alle beiden Deals oder alle Deals, die drin sind, zwei Herzen kosten und wir uns dann keinen nehmen können. Das wäre schade und ziemlich verschwendet leider. Deswegen behalten wir uns die Karte einfach ein bisschen auf, gehen in die nächste Ebene. Ich meine, Item Rooms haben wir ja sowieso nicht in der Challenge, von daher... müssen wir auf Teufelsräume zurückgreifen oder eben auch auf Shops, die wir ja Gott sei Dank dennoch haben. Allerdings, der war fies. Allerdings haben wir dazu noch viel zu wenige Münzen. Na, komm schon, ja. So, und heute auch wieder ohne Lags, nicht so wie gestern. Ja, ein Gut tut gut, nicht wahr? PC neu gestartet und schon mal wieder alles in Ordnung. Warum auch immer da gestern irgendwelche Probleme waren, kann ich euch nicht sagen. Egal. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall mit und kriegen... Nose Goblin, Seems Magic. Das ist ein Trinket, was ich persönlich noch nicht kenne. Oh, fliegen. Die sind gerade sauber durchs Feuer geflogen und deswegen gestorben, oder? Okay. Dann... zweimal Gish, das ist gar kein Problem. Solange wir uns neben ihn aufhalten. So. Zwei Bömpchen. Nehmen wir sehr gerne mit. Für potenzielle X-Rocks. Oh, schnell vorbei. Ein bisschen Spielraum. Das ging gerade nochmal gut. Wieso ist da eine von unseren Tränen an dem Typen dran? Warum? Den habe ich nicht verstanden. Das war, glaube ich, ein Bug. Nun gut. Shop bringt uns noch nichts. Weil wir noch viel zu wenig Münzen haben. Mit 3 Münzen brauchen wir nicht in den Shop gehen. Wenn wir Items haben wollen, die mindestens 15 oder meistens 15 wert sind. Warum bleibt uns die Träne manchmal hängen? Das war gerade schon wieder an dem Pot. Warum? Ich habe keine Ahnung. The Haunts. Ohne, dass wir uns neben ihn stellen können. Das ist, okay, ich glaube nicht, dass das ein Bug ist. Ich glaube, das ist einfach das Item, was wir haben. Aber es sieht doch sehr komisch aus. Weil sie nicht wirklich Schaden machen, sondern einfach nur da sind. Okay. Sehr gut. Wir kriegen HP ab und jetzt können wir uns, denke ich, erstmal hier das Soul Heart noch holen. Da ist mir die Bombe wert und wir können jetzt den Joker benutzen. Und nehmen uns auf jeden Fall das Item mit, sobald wir hier
Mams Hans. Eins. Okay, es ist wohl nur eine. Ich wollte, ob es nochmal sicher gehen. Ah, okay, die. Okay. Wir kriegen eine Pille mit. Excited und Missing Page Nummer 2. Evil Abby Animus will pay. Okay. Effektiv haben wir kein Leben verloren, weil wir direkt eine Plakate gekriegt haben. Und wir gehen dann damit auch hinunter in die nächste Ebene, die Flooded Caves. Nummer 1. Na komm schon. Warum sind die Gegner gerade so schnell? Okay. Egal, wir kriegen Soul Heart, das heißt, wir unser Black Heart wieder voll. Und noch ein halbes Soul Heart oben drauf. Na komm schon, nicht so viel Zeug spawnen. Mehr sterben. Vielen Dank. Okay, das war gut. So, den nehmen wir natürlich mit. Hier haben wir noch einen Sacrifice Room, der uns aktuell nichts bringt. So. Okay. Ein Bämmchen haben wir natürlich am Start, sehr gerne. Okay, ganz kurz mal, bevor uns das noch trifft. Okay, alles klar. Mit 3 Münzen brauchen wir trotzdem nicht in den Shop. Das lohnt sich einfach nicht. Komm schon, Pilz. Du auch. Schön. Das Herz bringt uns leider auch nichts. In der Theorie kann man das auch einfach schnell so machen. Das geht einen Ticken schneller und ist genauso effektiv. Und jetzt kommen wir doch langsam mal zum Boss. Okay. Hey, eine 4. Münze. Woo! Big Horn. Alles klar. Wir müssen näher ran. Okay, der war sehr gemein. Okay, das hätten wir von Anfang an so machen sollen. Okay, das war gut. Wir haben The Belt, wir kriegen noch ein Soul Heart und eventuell kriegen wir jetzt noch ein The Book of Seven Sins. Ja, nein. Die Razorblade nehmen wir halt nie her. Weil uns das ein Herz abzieht pro Benutzung. Jetzt würden wir ein Herz zahlen und würden uns dann Drops holen können. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen das einfach. So, warum haben genau jetzt die Hörner? Warum haben wir jetzt genau die... Ich weiß es nicht genau. Wegen dem... Huch. Das wäre mir allerdings neu. Und hierfür 2 Schlüssel ausgeben ist übrigens auch relativ bescheiden. Wieso sind wir gerade so schnell? Wegen dem Belt, ja klar. Wir haben gerade den Gürtel gekriegt und der hat sauber Speed abgegeben. Deswegen, okay. Ja, gut. Ich kann leider nicht genau sagen, warum wir so viele, warum wir jetzt die Hörner haben.
Ich glaube nicht, dass es am Book of Seven Sins liegt, aber das ist das einzige Item, was wir aufgenommen haben seitdem. Aber okay. Wir holen uns auf jeden Fall einen Schlüssel für einen potenziellen Shop, den wir noch betreten wollen. Mit der Voraussetzung, dass wir eventuell einiges an Münzen noch kriegen. Na klar. Ein Bömpchen. Das Herz kann man noch liegen lassen. Wieso habe ich gefühlt auch mehr Damage? Irgendwas ist ja gerade ganz schief am Laufen. Oder ich war gerade sehr unachtsam. Ach komm schon! Mann! Blöde Spinne. Da wollte ich mit dem Dadger ein bisschen zu viel. Was haben wir hier? Health up! Perfekt! Das hört man doch gerne. Und dazu kriegen wir noch ein Herzchen. Perfekt! Also zweimal die Voids. Nein, dir will ich nicht zu nahe kommen mit meinem Dadger. Das wäre fatal. Alter, wie viele Gegner spawnen hier noch? Okay. Okay, der war gut. Übrigens, wir könnten die Batterie noch binden. Alles klar. Spawnen wir mit dem Book of Simpsons erstmal eine Batterie. Macht voll Sinn. Okay. Schlüssel, sehr gut. Der war knapp. So, eine Kiste mit einer Münze und einer Bombe. Noch eine Münze. Langsam wird das doch hier für den Shop. Theoretisch können wir mal reinschauen. Wow. Ein Raum, in dem einfach so ein Item rumliegt und es ist Kamikaze. Ist jetzt nicht so der Raum, den ich mir wünsche, aber das Item, das ich mir unbedingt wünschen würde, aber okay. So, vielleicht kriegen wir hier noch ein paar nette Items. Wie zum Beispiel eine Münze. Und noch ein Herz, perfekt. Okay. Wir können gerne auch ein bisschen so mit dem Dadger ein bisschen arbeiten. Ich meine, das ist effektiv. Und klappt ganz gut. So, hier haben wir gerade direkt eine Karte gedroppt gekriegt. Noch ein Joker! Ja, da sieht einer an. Falls wir nochmal keinen Devil Deal kriegen, können wir gerne nochmal schauen. Eine Batterie. Nehmen wir doch. Kriegen wir eine Bombe. Gut, dann schauen wir mal rein. Ah, wir hätten die Charflies. Ich fasse es nicht. Die würde ich dann doch irgendwie gerne irgendwie kriegen. Dazu brauchen wir aber noch zwei Münzen. Gut, das, Boah. Könnte? Ich sagte, das könnte! Das gibt's ja nicht! Was bringt uns eigentlich unser Trinket? Ich weiß es nicht, behalt's mal. Obwohl mich der Pilz ziemlich locken würde. So, guck mal, wo der Secret Room ist. Hier unten könnte er eventuell sein. Wird aber wahrscheinlich nicht sein, weil da direkt der Shop dran, der Shop dran ist. Hier oben ist er definitiv nicht. Hier kann er aber auch nicht sein. Wir haben hier noch einen Raum, den wir betreten können. Vielleicht droppt ja hier eine Münze. Jawohl! Puh! Okay.
Den Secret Room können wir trotzdem suchen. Der könnte zum Beispiel hier sein. Jawohl. Wow. Wir haben keine Niete gezogen und kriegen dafür eine Trollbombe. Woo! Hat voll Sinn ergeben gerade. Gut, dann hat, dann war der Devil Deal mit dem Book of Sins nicht so schlecht. Aber hat sich auch nur kurz gelohnt. Immerhin kriegen wir dafür die Char of Lies. Upp. Und theoretisch können wir den Kollegen hier auch noch. Das hätte gereicht, okay. Jetzt haben wir noch 3 Münzen und könnten uns doch hier eine Karte abgreifen. 2 of Hearts. Schade. Ich hätte alles andere genommen. Aber so bleiben wir beim Joker. Chub! Chubby! Das klappt halt immer und immer wieder. Ach, die Tränen machen doch Schaden, die an den Gegnern haben. Das habe ich das letzte Mal nicht mitgekriegt. Okay. Umso besser. Oh Mann! Dann laufe ich wieder genau in die blöde Made rein, auf die ich gerade nicht geachtet habe. Kann nicht wahr sein. So, Evil Up, Matchbook. 3 normale Bomben. Und dann können wir doch tatsächlich nochmal hier reingehen und kriegen das Book of Belial. Oder eben Judas Schatten. Ich hoffe, wir können mit den Soul Hearts leben. Das weiß ich immer nicht. Wir werden jetzt wahrscheinlich den Run verkacken. Nein. Okay. Solange wir am Leben sind, solange wir Herzen haben, sei es nur Soul Hearts, können wir am Leben bleiben. Ich muss mir das endlich mal merken. So, dann können wir die Tour of Hearts Karte nämlich doch mitnehmen. Die bringt uns dafür leider gerade überhaupt nichts mehr. Aber wir haben Judas Schatten. Das heißt, wir respawnen als Judas, wenn wir sterben sollten. Also als sein Schatten. Oder so ähnlich. Wir haben auf jeden Fall ein zweites Leben. Das kann nicht so schlecht sein. Auch wenn ich gerne ein bisschen... Oh, das kann nicht wahr sein. Mann. Ich hätte gerne einfach ein bisschen mehr Leben. Nein. Oh, jetzt ist er auf der falschen Seite. Okay. Ach komm schon, das gibt's ja halt nicht. Okay, ich werde es, glaube ich, erstmal lassen mit dem... Wir kriegen sogar Judas Tank. Payment received. Oder... No Goblin Seems Magic. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das bringen soll. Ich habe noch keinen Effekt erkannt, der auftritt irgendwie. Naja, wir schauen mal weiter. Okay, nein, die explodieren. Da gehe ich ganz sicher nicht zu nah ran. Okay, die explodieren gar nicht. Ich dachte, die explodieren. Derweil spawnen sie wahrscheinlich nur Spinnen, wenn sie... Jo, da sind auf jeden Fall einige Spinnen. Genau. Ach, komm schon. Spinni! Okay. Alles gut soweit, dann schauen wir mal weiter. Ich wollte gar nicht so weit gehen, das ist jetzt eher schlecht. Fliegenarmee! Ja, wir werden wohl einfach versuchen müssen zu überleben. Okay. Schlüssel nehmen wir mit. Das können wir leider nicht nehmen. Alter, wir sind so schnell. Oh nein, 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 nein. Okay. Das ist mit dem Fliegen echt angenehm. Buddy in a Box wäre natürlich auch super nice. Aber wir haben kein Geld. Das hilft alles nichts. So. Oh Gott. Wird man wieder angezogen. Alter, wo ist denn der Bossraum? Wieder ganz da oben. Natürlich. Wo auch sonst? Wo auch sonst? Auf dem letzten Weg, wo wir die Möglichkeit haben, hinzugehen. Ein weiterer Schlüssel.
und die Gegner, die von den Fliegen getötet werden, zählen nicht für unser Char of Lies. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Aber leider auch ein bisschen traurig. Okay, hier ist auf jeden Fall der Bossraum. Die explodieren, aber da will ich auf jeden Fall nicht da wieder hin. Mann, ein bisschen mehr Leben für den Bosskampf wäre schon geil. Oh Mann. Two of Hearts. Ja gut, ich habe es probiert, aber das bringt halt auch nichts. Dann setzen wir die Fliegen ein und schauen zu The Gates. Oh Gott. 5000 Gegner, auf die man achten muss. Komm schon. Yes. Latchkey, Luck up. Und ein Soul hat dazu. Ha. Vielen Dank. Und wir kriegen... Wir könnten einmal sterben und uns dafür Guppy's Tail nehmen. Ob das so sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Aber möglich ist es. Sollen wir das einfach mal probieren? Wir respawnen einmal wieder. Und ich weiß gerade nicht, wie viele Herzen wir haben, aber wahrscheinlich mehr. Und haben Guppy's Tail. Und 7 Schlüssel. Wir probieren das. So, wir haben Guppy's Tail mit 2 Soul Hearts. Dafür haben wir jetzt Damage Up und eine erhöhte Chance auf Goldkisten. Wir haben 7 Schlüssel und da können halt Items drin sein. Na, mal schauen. Mal schauen. Deswegen ist die Challenge noch nicht vorbei. Wir müssen Satan besiegen. Mit diesen Items. Dass wir jetzt Judas Schatten sind, das tut nichts zur Sache. So. Ist das so klar? Ich hasse Spinnen. Das hat schon seinen Grund. Das hätten wir vielleicht auch später holen sollen, aber ganz ehrlich, lieber hole ich es jetzt und wir schaffen das irgendwie. Notfalls mit dem einen halben schwarzen Herz. So, das ist genau das, was ich meine. Wir haben so viele Schlüssel übrig, die wir nicht anderweitig brauchen. Und mit Guppy's Tail haben wir halt hier heute Chance auf Kisten. Und mit Judas Schatten haben wir eben das Damage ab. Ich glaube, das war schon nicht die schlechteste Entscheidung. Wir zuhitten die Fledermäuse. Das ist doch wirklich okay. Was haben wir hinten noch so? Ich glaube, ich nehme lieber die Watch. Ich nehme die Broken Watch anstatt das Broken Modem. Da bin ich mir wenigstens sicher, wie sich die Gegner bewegen. Das ist beim Broken Modem gar nicht mal so leicht. Okay. So. Okay. Soweit, so gut. Das war der falsche Raum. Da ist ein unsichtbares Gehirn. Da ist ein unsichtbares Gehirn. Okay. Oh, wir kriegen eine Rune. Und zwar die Rune von Jera. Alles klar. Jetzt bräuchten wir nur noch ein Item für eine ultimative Kombination und der Run wäre broken as fuck. Aber, da wir das Item wahrscheinlich noch nicht mal freigeschaltet haben, wird das schwer möglich sein. So. Nichtsdestotrotz gehen wir weiter Richtung Bosskampf und wir haben hier einen Geist. Der Geist kommt jetzt mal gewaltig. Ein paar Skelette, die ich abgrundtief hasse. Na komm. Komm her! Okay. Ein Schalüssel. Okay. Alles halb so schlimm. Oh Gott. Eine Batterie, die können wir nicht nehmen. Wir haben jetzt mehr oder weniger 2 Herzen und 13 Fliegen für Mom. Ich bin gespannt.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir nehmen natürlich das Negative, weil unser Ziel ja Satan ist. Wir müssen sowieso runter. Es gibt keinen anderen Weg. Und wir sind hier oben fertig. Ab dafür. Mit dem Eternal Heart haben wir auch ein HP-Up noch gekriegt. Das ist auch sehr, sehr gut. Damit sollten wir jetzt ein rotes Herz und eineinhalb schwarze Herzen haben. Richtig? Richtig, jawohl. Okay. Das ist auch sehr angenehm, ein paar Pillen zu haben. Was haben wir denn hier so? I found pills. I found pills. Eine Health-Pille und Lockdown. Das wäre so geil gewesen. Health up! Health down. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, noch eine Goldkiste mit Bob's Rotten. Brauchen wir nicht. Ciao, Fleiß. Ich bleib bei der. Bei dem Gläschen. Okay. Leider ist das hier eine Sackgasse, also wir haben mal wieder den falschen Weg eingeschlagen. Aber das ist hier sowieso schon Standard mittlerweile. Dafür kriegen wir nochmal eine Kiste mit einer Trollbombe und ein paar Münzen. Was natürlich nicht schaden kann. So, Bob's Rotten Head bleibt hier. Die Steine bleiben auch hier und dann schauen wir mal einfach nach unten. Und eine Goldkiste mit sehr viel Leben und Münzen. Und auch unten war effektiv wieder... Falsch! Shit! Dafür kriegen wir eine Goldkiste mit zwei Wochen. Langsam gehen mir die Schlüssel aus. Und ich hätte gerne ein paar Items. Das war der eigentliche Grund, warum... Okay, Geh auf! Nein! Oh, Mann! Was ein behinderter Raum. Ja. Der eigentliche Grund, warum wir Guppies Tail eigentlich genommen haben. Mann! Das gibt's nicht. Haben wir irgendwo Herzen rumliegen? Ja, haben wir. Wir holen uns nochmal ganz kurz ein paar Herzchen. Das, kann nicht schaden. Eine Münze, alles klar. Hier, zack. Immerhin wären wir dann mit einem Hit dann tot und das riskiere ich, will ich nicht riskieren. Okay, noch eine Pille und zwar Bad Gas. Abundance, die Rune of Chera. Boah, das war... Das war knapp. So, noch eine Kiste. Wir springen natürlich gerne auf. Da könnte natürlich alles Mögliche drin sein, wie zum Beispiel zwei Münzen und ein Bömpchen. Ich hätte gerne noch ein paar Schlüssel für die potenziellen Goldkisten, die wir da kriegen. Und natürlich vom Startraum weg, der allerletzte Weg, den wir gehen können, rechts, ist natürlich der Weg zum Bossraum. Warum auch nicht? Ach du Heiliger. Okay, das ging glücklicherweise schneller, als ich dachte. Alter, das ist der einzige Nachteil der Broken Watch. Teilweise sind die Räume auch schneller. Huhuhu, okay. Wir haben mal wieder falsch. Wer hätte es gedacht? Auch der hier war wieder falsch. Aber alles halb so wild. Okay, den brauchen wir nicht. Dann geht's rein. Zum Boss von Wurmreins, Mr. Freds. Gut, der Boss ist auch stationär in der Mitte, der wird sich nicht bewegen. Oh nein! Ich habe die blöde Blutlache übersehen. Oh
das kann ja nicht wahr sein. Auf sichere Entfernung bleiben. Hätte ich noch ein Herz übrig, würde ich mich neben ihn hinstellen und ihn mit dem Dätscher bearbeiten, aber das war mir definitiv zu riskant. Okay. Dann haben wir hier die Safety Pin. Evil plus Range plus Shot Speed Up. Alles okay. Dann ab dafür. Zwei Ebenen fehlen uns noch. Oder noch diese Curse of the Blind. Natürlich, wir sehen nicht, welche Items wir kriegen. Aber wir haben... Warum haben wir jetzt gerade ein Blackheart gekriegt? Wegen dem Safety Pin? Das kann sein. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aber ich bin sehr froh, wir haben ein Herz mehr. Das kann auch vom Schatten kommen, dass wir pro Ebene ein Herz kriegen. Keine Ahnung. Die Arcade. Wir haben 21 Münzen. Jetzt voll kalt, die Mucke ist gerade schnell. Das ist voll geil. Also ich würde gerne ein paar Schlüssel hier rausziehen und eventuell noch ein paar Fliegen, die uns umkreisen. Ich kann nicht, weil gerade spontan mir der Name entfallen ist, wie sie heißen. Alter, wie viel Pech die aber auch haben. Okay. Das ist voll geil. Okay, dann schauen wir hier weiter. Oh Gott, 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 oh Gott. Viel zu viele Gegner. Alter, überall diese blöden Void-Teile mittlerweile nur noch. Das ist echt krass. Es gibt kaum einen Raum mehr ohne. Und dann kriegen wir nicht mal was für das Clearen vom Raum. Das ist eine Sauerei. Ein paar Münzen, die hätten wir in der Arcade wieder schön verspielen können. Oh Gott. Willst du mich verarschen? Boah! Der war knapp. Moment. Alles klar, noch ein Münzchen, sehr schön. Den Bossraum würde ich dann doch gerne irgendwann wenigstens finden. Okay, wenigstens hier die Zeit verlangsamt. Das waren ja wieder unendlich viele Gegner. Okay. Dafür kriegen wir immerhin einen Schlüssel. So. Die Tentakelteile hier sind ja sowieso... das geringste Problem. Und wir kriegen eine Kiste mit Demon's Tail. Evil Up. Wir bleiben beim Nose Goblin, weil ich immer noch keine Ahnung habe, was der bringt. So, oh Gott.
Okay. Ein Soul Heart. Jawohl. Sehr schön. Dankeschön. Und da ist der Boss. Nein. Oh, da war das Soul Heart. Zunichte. Schade. Und wir kriegen ein Schlüssel und ein Herzchen. Ja, wegen der einen Münze will ich jetzt nicht unbedingt nochmal hochlaufen. Wir gehen rein, nehmen uns die Fliegen. Schon mal. Oh Gott, nein, nicht gut. Es ist sehr gut, dass der Bosskampf übrigens verlassen ist. Das ist mal sehr angenehm. Oh Gott, das ist nicht gut. War da alles verlangsamt, nur der Laser bitte nicht. Der war gemein. Okay, wir mit zwei Herzen gehen wir runter zu Satan ins Sheol. Wow. Ein halbes Herz, immerhin. Es ist gerade minimal stressig. Mach auf! Boah. Eine Tafel Schokolade. Nein. Ich verzichte. Okay, das ist sehr angenehm. Das ist mehr als nur angenehm. Wow, wir kriegen jetzt den Steam Sale. Besser spät als nie, oder? Wir werden zwar keinen Shop mehr kriegen, aber besser spät als nie. Ach komm schon. Einmal Glück könnte man noch haben. So ein Teufels-Item wäre jetzt ganz cool gewesen. Das Pentagramm zum Beispiel. Einfach so kostenlos obendrauf. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Mittlerweile kennen wir die Kollegen hier ja. Das Herz. Wir lassen das mal liegen. Es liegt zwar denkbar ungünstig. Aber okay. Alter, das sind so krasse Räume. Nein, 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 nein. Ah, perfekt! Das war so nie im Leben geplant, aber... Oh Gott, was hier alles spawnt! Okay, wir gehen rein. Okay, willst du mich hart verarschen? Wenn es zu brenzlig wird, hauen wir ab. Okay, da war ein halbes Herz. Glücklicherweise ist hier... Alter, dass beim falschen Schalter gleich zwei Bosse spawnen. Das finde ich krass. Okay, wir haben hier ein halbes Herz auf Lager, auf Reserve. Das ist nicht schlecht. Oh Gott. Das Cartridge. I remember these. Ich glaube, der Effekt ist auch zeitbasiert. Nein? Ach, egal. Wir nehmen das lieber mit. Okay, Super Greed. Super Greed. Okay. Noch eine Goldkiste. Und wir kriegen noch viel mehr Münzen. Einerseits ist das nicht schlecht, andererseits ist das leider vollkommen unnütz. Ho! Das war knapp. Wir haben den Geist. Der tut uns nichts mehr an. Jetzt haben wir hier noch zwei kleine Gishes. Alles gut. Wir haben nur Mom's Hand. Das ist in Ordnung. Einmal. Gute Form. Zweimal. Wow. Da waren auch Spinnen drin. Ach komm schon. Ah, die habe ich nicht gesehen.
Okay, wir gehen sofort nochmal zurück. Und nehmen uns zumindest hier das halbe Herz. Zack. Das ist ja auch schon mal viel wert. Das heißt, wir halten einen Hit mehr aus. Effektiv ist das genau das gleiche, als wie wenn wir einen ganzen Hit... ein ganzes jetzt mehr hätten. Ich muss direkt die Kugel rausholen, ansonsten... Stirb! Okay. Irgendwas lebt noch. Wo? Okay. Ah! A Quarter. Wow, wir kriegen 25 Münzen. Das ist halt auch so nützlich. Und hier haben wir Satan. Ich denke, es geht aufs Ganze. Wir holen uns jetzt noch das Herz und dann... Ansonsten... Weiß ich halt auch nicht. Wir müssen es versuchen. Es hilft ja nichts. Oh Gott! Vorsichtig! Das Herz liegt denkbar ungünstig. Wir gehen Schritt für Schritt runter. Wir wollen nichts überstürzen. So, Herz holen, hinstellen. Dann Herz holen, hier hinstellen. Also einfach nur zurückgehen. Tschüss. Alles klar. Dann. Gehen wir mal zusammen. Ich weiß auch nicht, ich stelle mich immer gerne links hin. Nein, ich wollte nicht reinlaufen. Ach, ich bin so dumm. Na, ein Hit und wir sind weg. Wow. Shit. Ah, Mann. Ja, okay. Das war's leider. Schade. Das war mein Fehler. Es tut mir leid. Ah, da hätte ich... Bin ich aus Versehen in die falsche Richtung ausgewichen. Das war schlecht. Dennoch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Bis dahin, euer Matze. Ciao, ciao.